Wer bei dieser Veranstaltung mitdiskutieren wollte, musste sich im Vorfeld anmelden. Dieser Aufforderung waren rund 100 Bürger nachgekommen. Ebenfalls feststanden die Themen, über die diskutiert werden sollte. Sie waren bereits durch eine Vorbereitungsgruppe mit ausgewählten Bürgern festgelegt. Und so ging es an diesem Abend in Bischofswerda also um Bildung, Gesundheit, Integration, Infrastruktur und innere Sicherheit. Die Veranstaltung selbst bestand aus drei Teilen. Zunächst wurden die Teilnehmer zu den Themen selbst informiert. Danach wurden in den kleineren Gruppen über die spezifischen Inhalte diskutiert und Vorschläge erarbeitet. Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein Diskussionsteil mit dem Ministerpräsidenten. In den Diskussionsgruppen von bis zu 25 Personen wurden innerhalb von 90 Minuten die jeweiligen Fragestellungen diskutiert, sowie Anregungen und Lösungsansätze formuliert und weiterführende Ideen entwickelt. Als Schwerpunkte wurden an diesem Abend schließlich unter anderem folgende Themen genannt. Im Bereich Infrastruktur: Wie geht es weiter nach der Braunkohle? Bei der Bildungsarbeitsgruppe ging es um die Lehrerproblematik, konkret um die Qualifizierung und die Abwanderung der Pädagogen. Um im Bereich Integration voranzukommen, wurden mehr Orte der Begegnung und längere Projektlaufzeiten vorgeschlagen. Und die Mitglieder der Gesundheitsgruppe sprachen sich zum Beispiel für eine Änderung des Zulassungsschlüssels bei den Ärzten aus. Breit gefächert waren die Themen bei der inneren Sicherheit. So ging es unter anderem um die Bekämpfung von Einbrüchen und Drogenkriminalität, aber auch um die Sicherung des allgemeinen Wertesystems. Die Ergebnisse der Dialogveranstaltung in Bischofswerda werden ab Donnerstag im Internet veröffentlicht. Bis zum 11. Mai kann darüber auf der Homepage www.dialog.sachsen.de weiter diskutiert werden. Wenn im August dann alle regionalen Dialogveranstaltungen stattgefunden haben, soll es im Oktober einen Zwischenbericht geben. Danach bearbeiten bis zum Frühjahr 2018 Experten die Ergebnisse. Und im Herbst kommenden Jahres, zur Präsentation des Abschlussberichtes, will man noch einmal über die Empfehlungen zu den einzelnen Themen auf einem Kongress diskutieren. Im Idealfall steht dann ja auch fest, wie sich die Sachsen für eine starke Zukunft rüsten werden.